Ja, 7:39 Uhr. Ja? Stehen gerade auf, wenn ich jetzt noch Zwiebel und mein Herz ehrlich. Ja, das heißt ja immer, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechtes Ja, scheiße. Egal, ich habe einen Regenponcho, der hat mich bis jetzt noch immer durch die Prärie gepeitscht. Eben war so richtig Regen, dass man denkt so, boah, das ist so Regen, wenn man da drin steht, dann ist man wirklich bis auf den Unterschlüppi nass. Nass. Ja. Unterschlüppi, wie ein Fan von Lasker Fox sagt. Ja, wir hatten gerade ein Zeitfenster von einer Stunde, in der es nicht geregnet hat. Und jetzt fahren wir los. Ich habe hier mein Rad gespannt, also die Nippel, die Speichen, alles aufgepumpt und so. Und Mann, ja, ich habe mich vor ein paar Monaten auf meine Brille gesetzt. Deshalb, ja, aber wir fahren erstmal ohne Regencape, oder? Wir gucken mal. Chef. Macht das jetzt Sinn? Ja. Gut. Hier, der Typ will tauchen heute, Tiefsee tauchen. Das war auf jeden Fall mit Abstand der schlimmste Berg meiner Karriere. Oh, es hat einfach nicht aufgehört. Oh, boah, ich bin nass geschwitzt. Das ist kein Regen, ne? Es regnet seit einer halben Stunde nicht mehr. Wir fahren jetzt eine halbe Stunde. Aber stimmt was, gar nicht. Wir fahren seit 42 Minuten, ja. Immer, ach, der nur Andi, ne? Immer nur am... So, aber ja. Boah. Es hat einfach nicht aufgehört, ne? Immer 5%. Das waren bestimmt 2 Kilometer, oder? Ja, ungefähr. Also, wir haben jetzt 1600 und jetzt kommt da noch was auf dich zu, leider. Ja, es sieht gemütlich aus, aber auf meinem Fahrradcomputer steht gleich wieder so 6% davor. Oh, ich muss jetzt mal was trinken. Er trinkt jetzt mal was. Und Akku wechseln zur Sicherheit. Und Akku wechseln. Wunderbar. Was macht er? So, es läuft hervorragend. Wir haben jetzt 21 Kilometer. Also ich sag mal, die ersten 8 ungefähr waren die schlimmsten in meiner Lasker Fox Mobil Karriere. Da ging es so ein Berg hoch. Oh, hört jetzt knacken. Hier. Ja, das ist die Tennis, die Tennisschuld. Wobei, nee, ich bin Linkshänder. Keine Ahnung, das ist einfach the sound of Lasker Fox. Habe ich gespuckt. Was wollte ich erzählen? Ja, 5% Steigung über mehrere Kilometer und ich war fick und fertig, aber danach ging es nur bergab. Also, sowas habe ich noch nicht erlebt. Leute, das ist ein Gefühl, das spürt man im ganzen Body. So, jetzt erstmal einen Kaffee und ein Käsebrot. Und ein Käsebrot. Nur ein kleiner Schauer. Ich bin gar nicht weit weg vom Kaffee.
und natürlich ganz nah dran Witzenhausen. Ja, da habe ich einen. Warte mal, habe ich einen? Da irgendwas, irgendwie so, welcher Beatle ist der netteste? So. Und dann baut man das noch besser auf und dann sagt man, also ja, Ringo meckert immer und Paul meckert nie. Meckert nie. Ah, nee, na, richtig. Ah, der gute Laune, der Lafka, ne? Gute Laune. Ja. Der gute Launebär, ne? Man muss einfach mal nicht auf den Bookingbär hören. Tag vorher nochmal die Route umschmeißen und hier schön Onkel Gude, ne? I give you all my data, you give me a nice bicycle route. So, Laska Fox hat Heißhunger. Es ist soweit. Der Löwe kommt aus ihm raus. Herzlich willkommen zu Laska Fox, du hast die Gans gestohlen. Ja, wir können hier nicht rein, ne? Oder? Doch, ist abgeschlossen. Hallo, hat jemand Lust hier mal zu mir für Instagram machen wir? Gerade hier so, hallo. Nee, ich glaube, die wissen schon, dass hier nichts Gutes schwant. Dass hier ein Fuchs nichts steht, Gutes, ne? Schwant. Schwan, verstehst du? Oder ganst. Nichts Gutes ganst. Naja, ciao. Vorsicht, Hochspannung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es passt. Ja. Aber langsam beim Rausfahren. Ja, ich filme. Alles gut. Ja. Ja. Okay, lauf. Zweites Mal diesen wunderschönen Berg hoch. Wir sind eben schon hochgefahren und kommen dann an der Bundesstraße raus, die so richtig gefährlich aussieht. Jetzt sind wir wieder umgekehrt und haben hier Locals gefragt und die meinten, nee, da müsst ihr lang. Kornberger Höhe. Die Watthöhe? Die Kornberger Höhe. Kornberger Höhe ist, da kommt man nicht drum rum hier. Ja, danach ein Korn, würde ich sagen, Andi, oder? Oh, ich hab so richtig Bock, das wäre so richtig geil. Kornkaffee. Wie heißt es nochmal? Verlängerter Strippe. Strippe ist. Strippe Hawaii. Strippe Hawaii. Toast, Ananas und Korn oben drauf. So, pass auf. Wir sind hier beim hessischen Planetenweg.
Wir sind schon an Uranus vorbei und Saturn. Ja, das ist hier abgebildet auf irdischem Mars, sag ich mal. Also nach Uranus kam erstmal lang nichts, ne, dann Saturn. Dann müsste laut meinen Berechnungen, laut meinem Bildungsstand, müsste jetzt, habe ich gesagt, Jupiter. Genau, Jupiter kommt. Ich schau mal, ja. Mars kommt, Mars. Also, jetzt müsste erstmal Jupiter kommen. Warte, ich gucke. Es ist Jupiter! Da kriegt man mal ein Gefühl, ne? Kein Wunder, dass der Elon hier zum Mars will. Ecke um Ecke. So, was haben wir hier? Hier haben wir Mars. Da, Olga. Erde. Erde. Ne? Mond auch noch dabei. Und dann Venus. Venus aber zu heiß, ne? Zu nah an der Sonne. Und Merkur sowieso. Und dann Mars, ne? Mars ist aber ich habe mal mit dem Laskapop erstmal keine Mars. An der Sonne wird jetzt gewechselt hier. Und die Sonne ist eigentlich auch relativ nah dran. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wieder was gelernt, ne? Das ist spannend. Ne? Bildung im Vorbeifahren. Alles gut. Nee, dass du das Programm jetzt noch einfach so abgerissen hast. Das war eine... Das ist dumm. Das war ja so ungefähr hier, oder was? Eieiei. Alles okay? Richtig, also wir sind richtig, richtig erledigt. Ich habe einfach richtig, richtig versagt. Und unsere Unterkunft auf einem 300 Meter hohen Berg gebucht. Andi ist hingefallen. Es ist, glaube ich, der Tiefpunkt der Tour. Nee, der Hoch. Der Hochpunkt. Also, wenn ich eins sagen kann, dann bin ich gerade am höchsten Punkt. Boah, also heute waren echt richtig geil, die zwei schlimmsten Berge und ich werde dafür sorgen, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Also, scheiße, Mann. Okay, Leute, es kommt noch besser. Nachdem wir uns hier wirklich, das waren bestimmt 40 Minuten einfach totale Quälerei. Nachdem wir das hinter uns gebracht haben, muss ich jetzt feststellen, dass ich die Unterkunft für morgen gebucht habe und heute voll ist. Ja, aber wir arbeiten da gerade an einer Lösung. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben jetzt doch noch eine Unterkunft gefunden. Das gute Sleep and Go in Bad Hersfeld. Andi spricht gerade mit seinem Anwalt darauf, wie viel er mich verklagen kann. Schmerzensgeld, ach Gott. Hier, Sleep and Go. Ja. Naja, also. So. Wir haben hier lecker gegessen. Andi will noch eine gute Bewertung schreiben. Hier, Kroatika. Rewe um die Ecke, Eis geholt. Brandwein. Ja, dann machst du aber so schön die gepeinigten Oberschenkel ein. Und dann verlässt Andi mich morgen. Du fährst nach Marburg. Genau, nach Marburg. Ich werde morgen ein Konzert mit Make a Move in Hamm am Rhein spielen. Ich habe noch 18 Stunden das Programm zu lernen. Also Jungs, ich schaff das. Ja, aber war jetzt keine Zeit. Es war zu strapaziös heute. So, wir machen jetzt Feierabend, würde ich sagen. Ne? Das war mal ein Tag, sag ich wohl. Das war ein Tag.